Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin Sarah Jurassic Parker mit der Live aus Berlin und ich befinde mich gerade im Taxi. Da ist meine gute Freundin Barbara Wauk, aber heute als Boy-Babsi. Als Boy-Babsi. Und wir sind heute unterwegs ins Hotel Palace. Das ist unweit am Elefantentor, unweit des Townscenes. Und da bin ich nämlich wieder eingeladen zum Dschungelauftakt von Julian FM Stöckel. Und da werden heute wieder ganz, ganz viele C-Prominente sein. Und wir. Und ich habe schon so einen Durst mitgebracht. Ich hätte gern Sektchen. Und ich habe einen neuen Fummel an. Den habe ich mir in Barcelona gekauft, in der Plaza de Catalunya. El Cot Inglés ist der Kaufort. Der ist der Sale. Da ist Sale gerade, 50%. Und ich finde, ich sehe fantastisch heute aus. Und ich opfer mich heraus. Warte mal. Ich bin ja Rückenpatientin. So, oh, sexy. So, guten Tag. Glamourös. Ich sitze hier gerade noch in der Loge und wir werden noch mal gerade ein bisschen chillen. Und dann gehen wir nämlich hoch in den zweiten Stock und da ist das große Event. Aber ich werde jetzt erstmal noch kurz ein Nickerchen machen. Hallo, hallo. Bitte jemand vorgeschoben. Katalot wird jetzt vorgeschoben. Also, da ist nämlich die Katalot-Filmer. Irgendwie aber nicht. Die wird jetzt vorgeschoben, weil die halt so klein ist. Dann sieht man die ja nicht, wenn die hinter mir. Nein, lass es dir schmecken. Hier ist so groß wie die Mini-Fotokamera. Ja, das stimmt. Babsi, nimmst du mal kurz meine Tasche? Nein. Sorry. Babsi, du kommst einfach mal mit. Komm mal hier rüber. Ja, ich weiß es nicht. Ich war hier. Dolly Buster. Dolly Buster müssen wir nachher auch noch raufbekommen. Guck mal da. Ah, die hat neue Haare. Die ist klein. Die hat neue, ja, die ist ganz klein, die Dolly Buster. So, nee. Ich bin jetzt endlich da im Palace Hotel am Townscene. Da sind schon ganz, ganz viele Menschen. Und der rote Teppich war natürlich wieder fantastisch. Und wir werden jetzt erstmal ein Säckchen trinken. Und dann gucken wir mal, wie es hier so weitergeht. Folgt mir einfach. Bis dann. Bye. Ja, dann, viel Freude erstmal. Nein, ich bin aus Berlin, Schatz. Gedacht, wir haben uns jetzt getroffen. Nein, nein, haben wir nicht. Du bist ja wieder bekannt wie ein bunter Hund. Ich bin halt bekannt wie ein bunter Hund. Man kennt mich, man mag mich. Mein Name ist Barbara Stupid. Diese hochwertigen VIP-Karten. Hochwertig. Wie hast du die Haare so schön gekriegt heute? Wie eine Löwin. Interviewst du mich gerade? Ja, also ich filme. Okay, du wirst gefilmt. Ich habe die Haare heute. Ist das Gliskur? Das ist Gliskur, nee, aber weißt du was? Ich nehm die ab. Spliskur. Ich nehme die ab, ich schüttel die einfach nur kurz aus. Ja. Und dann sind die wieder puffig und fluffig, so wie mein Intellekt. Jetzt wollte ich gerade den Matthias Mangiapane. Ja, den wollte ich jetzt gerade interviewen. Jetzt ist der im Interview. Watson. Keine Ahnung, was Watson ist. Das ist anscheinend irgendwie so ein neuer Promi-Kanal. Ich setze mich jetzt hier bockig hin. Babsi, also muss man wirklich mal sagen. Du musst ja nur. Was muss ich? Klatschen, dann kommen sie. Ich muss da mit dem Finger, noch einen kleinen Finger schnipsen. Ja. Und zack, dann stehen dann die Scharen. Dann scharen sie sich um dich. Ja, also ich bin ja hier die Bekannteste. Ich bin ja sozusagen die... das Zugpferd der ganzen Veranstaltung. Genau, ja. Die Nicole Kidman von Berlin. Bei so einem Moncherie-Barbara-Tag. Ja, genau. Bist du ja. Ja. Jede Paillette einzeln aufgenäht. Ja, meine Hallöchen, guck dir das hier mal an. Echtes, unechtes Silber. Das sind ja sogar richtige Stoffketten. Das muss man sich erstmal leisten können. Ja, oder? Das muss man sich leisten können. Ich mache jetzt mal hier so.
wer alles da ist. Dolly Buster ist da, dann Matthias Mangiapane, habe ich glaube genau. Kader Loth ist da, dann so eine Charity Lady mit Lippen, dann ist dann hier dieser Wahrsager aus Big Brother, Promi Big Brother, Julian Stöckel ist natürlich da. Und dann hoffentlich noch andere, die ein bisschen interessant sind. Umfrage starten. Ich starte jetzt eine Umfrage. Ach nee, doch nicht. Da ich natürlich wieder keinen Plan habe, wie das geht mit Umfragen auf Instagram, macht jetzt Babsi, meine Social Media Beauftragte, die macht das jetzt. Schreibt man Dolly mit I oder mit Y? Mit Y. Okay. Guten Tag. Ich will gleich ein Interview mit dir. Ganz kurz. Geht, oder? So kurz. Guck mal, der da, guck mal da. Den kennen wir, ja. Den das ist der Freund, der Hubert. Das ist der Hubert. Für alle Barbie-Fans und Barbie-Faninnen, ich habe jetzt hier ganz, ganz tolle News für euch. Schaut mal hier. Hallo, mein Mäuschen. Guck mal hier, da ist schon eine geupcycelte Barbie. Die machst du selbst. Ja, auf jeden Fall. Die machst ja. du selbst und dann verkaufst du die ja. in alle Welt. Ja, überall hin. Nach Ungarn, nach Australien, hauptsächlich natürlich Amerika und das läuft sehr gut. Und was kostet denn so eine geupcyclete Barbie? Also das Ariana Grande. Ja, genau. Das ist immer Ariana. Und das kommt darauf an, halt, was sie natürlich anhat, wie sie natürlich dann geschminkt ist und so weiter. Ja, oder wie aufwendig sie war. Ja, ich male auch das Gesicht. Du aus ja, mit Acrylfarbe mache ich das Gesicht komplett neu. Hi, guten Tag. Ich bin hier gerade mitten im Gespräch. Du bist ja, guck mal hier. Ne? Pink Label Dolls, liebe Damen, Herren und Mischgeschlechterinnen, einfach mal liken und bestellen. Ja? Ja. So, Babsi hat mir gerade gesagt, da steht der Gewinner von DSDS 2019. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Der heißt aber Darwin oder Davin? Darwin. Vielleicht kann er uns schon erzählen, wer dieses Jahr gewinnt. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Ich tue jetzt so, als ob ich den kenne. Warte. Davin? 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 Guck mal, da ist meine Kamera. Ich bin gar nicht. Guten Tag, ich bin Jurassica. Hallo. Ich muss schrägfilmen. Ein bisschen runterfahren. Warte mal, so. Das wäre so schön, aber das hältst du nicht aus. Ich bin 2 Meter groß. Jetzt sag mal, weißt du schon, wer 2020 die SDS gewinnt? Ist doch alles schon abgedreht. Ist doch bestimmt schon abgedreht, die Staffel. Wie läuft's? Was sind deine Projekte? Womit überraschst du uns? Ist da was am Laufen? Ja, genau. Ich mache viel Musik momentan im Studio. Und ja? Dieses Jahr ganz viele neue Projekte, ganz viele neue Musik. Und vielleicht auch eine kleine Tour noch Ende des Jahres. Mega viel vor. Wie alt bist du denn? 21. Ach, ganz klein ist er noch. Bist du schon entjungfert worden? Noch nicht. Noch nicht? Heute Abend vielleicht. Gut, dann wir sprechen uns nachher nochmal. Ja, ich bin immer gerne bereit für eine Lehrgänge. So, wir machen weiter. Danke, mein Schatz. Tschüss. Du, da ist die Gabby. Mit der habe ich ja neulich im Rauschgold Backstage gesessen, bis in eine Puppen und habe Bier mit ihr getrunken. Die Gabby ist eine ganz süße Maus. Ich habe gesagt, Gabby ist reich. Geh nach Hause. Die wollte mich sehen. Ne? Die wollte, ja, du, die saß ja bis heute im Backstage vom Rauschgold. 3 Monate. Die wollte nicht nach Hause gehen. Und ich sag dir jetzt mal Hallo. Ja. Wenn sie fertig ist, die muss aber jetzt, glaube ich, ja, komm mal mit. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, da jetzt ranzukommen, ne, an die Gegend. Warte mal, ich gehe mal von der anderen Seite. Gabi. Ach, guck mal, hier ist noch Giselle. Giselle, die, guck mal, die werden wir jetzt mal ab. Die mögen wir sehr die gerne. Die öffnen wir jetzt mal ab. Die mag ich sehr gerne. Und die Dolly Buster hat den gleichen Fummel an wie ich. Stimmt. Film das mal. Ist aus Barcelona. Ist aus Barcelona, auch im Sale. 50% off. Steckst du die mit, stecke ich mir schon mal ein, damit man mal was Frisches ja, auch hat. Was im Magen hat. Ja. Und da ist halt auch die Giselle. Giselle, die hatte letztes Jahr die ganzen Dschungelprüfungen verkackt. War die auch im Dschungel? Letztes Jahr. Ach, großer was? Aufreger. Ach so. Das war mir jetzt die ist doch immer mit 0 Sternen rausgekommen. Ach, stimmt, und hat sie abgefeiert. Ja, manche sagen so, manche sagen so. Je nachdem, für LSD mal genommen hat, nimmt man das dann anders da wahr. Da drüben ist aber auch die von Ritas Welt, diese Kassiererin. Die ist so süß, die Gysi. Oh, wie lange quatscht die Gabby denn da? Gabby hat was zu erzählen. Film die doch mal, wie lange die da quatscht. Da gibt es ja auch so viele neue Projekte bei Gabby. Ja, genau. Ja, die hat jetzt eine Eröffnung im Späti und dann hat sie noch im Möbelhaus hat sie einen Song gemacht. Da wurde gecancelt. Ja, was? Wurde abgesagt. Wurde abgesagt. Also nur die Späti-Eröffnung. Aber meine Güte, es hat auch viel Wert. Ja? Ja. Also heute in der heutigen Welt, Social Media ist Schakalaka. Ist ja Präsenz. Medienpräsenz. Komm, wir laufen jetzt mal durchs Bild. Warte. Komm mit. Ich kann. Thank you.
Kinder. Ich finde, das nächste Jahr könntest du auch mal als Baum arbeiten. Hier. Nicht mal als Baum arbeiten? Ich habe ja, Babsi, ich habe den Apfel ja schon mit dabei. Ja? Du bist aber ein Birnbaum. Ich kann mich ja mal daneben stellen. Warte mal. Kannst du mal gucken, wie es ist? Ja. Ja? Ich würde ja gerne auch mal als Baum arbeiten. Kann ich schon mal üben, wie das geht? Wie hält man den Apfel genau so? Mit dem Logo nach vorne. Hast du den Nägeln auf und dem Apfel? Ja. Und dann einfach so stehen, wie ein Baum. Aber elegant. Wird immer viel schön gejuchzt und gegrölt, wenn jemand vorbeikommt, irgendein Promi. Ist immer schön. Immer so. Oh. Also die Gabby, die ist immer noch am Interviews geben für die Späti-Eröffnung am Schlesischen Tor. Von daher, die ist richtig stark beschäftigt. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann gucken wir mal weiter, wie es hier so weitergeht. Regina Halmich ist gerade gekommen. Rolf Scheider, der ist ja sowieso überall. Scheide. Und dann noch Rolf Scheider, der nimmt ja jedes Event mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ne? Jurassica Parker, Palace Hotel, guten Tag. Frauke, nee, du, ich habe jetzt wirklich gar keine Zeit. Du, die ganzen Stars sind da. Kadalot ist da, Dolly Buster ist da, Georgina Fleur ist da, die ist ja ein großer Star. Dann Gabby ist da, die berichtet gerade von ihrer neuen Späti-Einweihung am Schlesischen Tor. Der Majapane ist da. Alle sind sie da, sogar die Regina Halmich, die hat mir schon 5 auf die Fresse gegeben vorhin. Wer ist noch da? Komm, Names. Hier, der von Prinz Charming. Der von Prinz Charming, Lafayette Diamond ist da. Alle sind sie da heute am Frauke, aber der Datum geht gleich drauf. Also, ja, geht gleich also wir müssen jetzt gleich. Frauke, ich habe keine Zeit. Viel Spaß bei der Sendung am Sonntag. Tschüss! Die nervt. Gleich startet die erste Folge vom neuen Dschungelcamp. Wer gewinnt, Jessica? Das musst du jetzt vorher noch einmal sagen. Ich weiß ja leider nicht, wer mitmacht. Ja. Von daher würde ich Dani sagen, Büchner. Die Dani Büchner gewinnt. Ja. Okay. Ich liebe Würste und ich brauche jetzt ganz dringend eine Currywurst. Im Hals. Babsi? Ja. Jessica, du weißt schon, dass quasi der Fleischkonsum erheblich an der globalen Klimaerwärmung beteiligt ist. So, lecker. Komm, wir suchen uns einen Platz, Babsi. Heute ist auch Catering, also nicht nur vom Curry 36. Jetzt komm. Wo ich ja immer gerne eine Currywurst hole, wenn ich im BKA eine Show habe, weil es halt direkt nebenan. Sondern wir haben ja heute auch Catering von McDonald's. Und da werden jetzt hier gleich Cheeseburger und Chicken Nuggets rumgereicht. Mm. Und da kann man die so richtig schön wegschnacken. Riechst du nach diesem leckeren Fett? Mm. Das Buffet ist toll. Haben Sie sich schon was kosten lassen hier? Gestrellerte Hühner. Aber nur die männlichen. Ich sag nur Klimaerwärmung, lass es dir schmecken. Ich hab schon, danke. Nee, du, lass mal, danke. Auch noch so 6 kannst du doch reindrücken. Echt pappig. Hast du auch die Verpackung gegessen? Also das ist doch die Verpackung, Dati, oder? Okay. Lecker. Njam, 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 njam. Oh. Ja, ich will fressen. So, hey. Hopp. So, fertig. Die Soße, alles die schlägst alle. Du aber noch aus. Ross Anthony? Ah ja, der hat aber auch, der hat Spaß, ne? Der hat jetzt auch eine neue Single, der hat ja Schlager. Sind jetzt Schlager? Der macht jetzt Schlager, der ist die neue Maite Kelly. Ah, dann die Büchner, da ist sie. Sharing is caring.